Stefan. Ganz gespannt. Ja, herzlich willkommen zu dem oder zur letzten Kurzeinführung, also zum letzten Monolog, sage ich jetzt mal. Und zwar die Kurzeinführung Kommunikation, in der will ich so schnell es geht oder in aller Kürze der Würze oder Würze der Kürze kurz herzeigen, was also dieses oder was wir in NetXP Verein unter der Kommunikation verstehen oder unter dem großen Begriff der Kommunikation verstehen. Ich werde Ihnen ganz kurz zeigen, welche Kommunikationsmedien uns zur Verfügung stehen und wie diese eben bedient werden oder bedient werden können. Also meine Frau hat gesagt, ich sollte aufmerksam zuhören. Mit mir wäre so schwer zu kommunizieren. Hilft mir das jetzt dabei, Das oder? hilft Ihnen dabei, das hilft auf alle Fälle, ja, klar. Super. Okay, also diese Kurzeinführung, wie gesagt, also ja, zeigt immer einen Überblick einmal auf alle Fälle. Ja, zuallererst sollten wir uns mal anschauen, oder sollte man eventuell mal erwähnen, dass natürlich also auch die Kommunikation uns also nicht in einem Menüpunkt begegnet, sondern in deren hier sehr vielen Menüpunkten und dass wir eben, wie gesagt, auf verschiedensten Wegen kommunizieren können. Das bedeutet also ganz grundsätzlich, wir können also verschiedenste Medien verwenden und das sollten wir vielleicht jetzt mal erklären, welche Medien denn das sind. Das ist zum einen, ist das, ja, das älteste aller Kommunikationsmedien, glaube ich, oder mitunter das älteste, das ist die schriftliche Kommunikation in Form von Briefen. Das bedeutet, man kann natürlich also Papierbriefe in NetXP-Verein herstellen. Und diese Papierbriefe, die können Sie sich dann aussuchen, ob das jetzt Mitgliedsbriefe, Serienbriefe sind, eventuell Mitgliederlisten, irgendwelche anderen Sachen. Also alles, was NetXP Verein eben so hergeben sollte, kann es natürlich auch. Und das kann ich also dann auch in Papierform drucken. Vor allen Dingen ist es aber so, vor allen Dingen eben bei größeren Druckaufträgen macht es oftmals Sinn, die eventuell nicht selbst zu drucken, wenn man so einen kleinen Tintenstrahldrucker eventuell zu Hause hat. Der ist dann viel zu teuer, denn hier würde es sich also eventuell anbieten, das Ganze also in anderen Wegen in Auftrag zu geben. Und da ist es natürlich, oder an der Stelle will ich auch noch mal gerne erwähnen, dass es also hier die Möglichkeit gibt, zum einen eventuell den Lettershop der NetXP zu verwenden. Das bedeutet, Sie können also in NetXP-Verein einen Brief erstellen, den Sie dann bei uns zum Druck geben. Das heißt, Sie haben kein Papier selbst in der Hand. Das wird also dann hier gedruckt, gefalzt, kuvertiert, versendet oder frankiert und versendet. Geht sehr schnell und wir haben noch nie eine negative Stimme gehört. Auch ist es möglich, diese Briefpost in sehr moderner Art und Weise, in Anführungszeichen, loszubekommen. Und zwar, indem man die Schnittstelle der E-Post verwendet, also E-Post, ein Dienst der Deutschen Post. Auch das ist in NetXP eingebaut und Sie können also Ihre Serien oder Mitgliedsbriefe oder Rechnungen oder Ähnliches eben auch per E-Post versenden. Wobei auch hier ganz wichtig zu erwähnen ist, dass wenn die Seite oder das, wenn die Sendung, die also an die E-Post übergeben wird, nur einseitig und schwarz-weiß ist, dann druckt die Post diese Sendung kostenlos. Dann zahlt man also nur das Porto von derzeit 70 Cent brutto und der Druck der Sendung ist also hier dann kostenlos. Aber die Rückmeldung in den Druckerzähler, die sehe ich da nicht, ne? Zu dem kommen wir später noch. Also das sieht man schon auch. Nein, nein, Entschuldigung, sieht man nicht, denn das hat einen anderen Grund, aber zu dem später nochmal. Also wie gesagt, also sehr, sehr anzuraten, denn das ist definitiv die günstigste Art eines Drucks und zwar einfach kostenlos. Also kostet gar nichts. Dann ist es in NetXP-Verein natürlich also auch möglich, mit E-Mails zu kommunizieren oder in Form von E-Mails zu kommunizieren mit Lieferanten oder mit den Mitgliedern. Diese E-Mails können einzelne E-Mails sein, das Ganze können Serien-E-Mails sein. Individualisiert, nicht individualisiert, mit individuellen Textanhängen, mit allgemeinen Anhängen, ohne Anhänge. Also das ganze Programm, sage ich jetzt mal, ist hier möglich. Auch beim E-Mail-Versand können Sie sich aussuchen, welche eventuell E-Mail-Adresspriorisierung hier verwendet wird. Sollte bei einem Mitglied eben mehrere E-Mail-Adressen hinterlegt sein. Ja, und schlussendlich ist es also natürlich also auch möglich, mit oder via SMS zu kommunizieren. Also SMS-Kurznachrichten kann ich eben an meine Mitglieder schreiben, versenden und auch wieder empfangen.
Wobei es hier aber anzumerken ist, denn diese Frage haben wir oder erhalten wir mindestens einmal in der Woche, warum wir denn WhatsApp nicht unterstützen. Das hat einen ganz einfachen Grund, und zwar, weil wir es nicht dürfen. Also es ist innerhalb der AGBs von WhatsApp untersagt, dass man die Dienste dieser Firma, und diese Firma gehört ja auch zum Facebook-Komplex, sage ich jetzt mal, elektronisch bedient, das heißt in Form einer Schnittstelle, und aus diesem Grund ist es schwer möglich. Und selbst wenn man diese Schnittstellen bedienen würde, dann würde man also relativ schnell gesperrt werden. Das heißt also, Sie würden Ihre Mobilfunknummer verlieren. Oder Sie könnten dann selber keine WhatsApp-Nachrichten mehr schicken. Das eben hier nochmal ganz kurz erwähnt zum WhatsApp. Ja, fangen wir an mit der schriftlichen Kommunikation. Also um hier, und eins will ich natürlich noch sagen, diese gesamte Kommunikation ist also komplett in NetXP-Verein eingebaut. Das heißt, das Ganze ist also hier komplett verankert innerhalb der Software. Das heißt also, egal ob ich jetzt aus der Buchhaltung oder Mitgliederverwaltung oder egal woher ich komme, kann ich also immer auf diese Kommunikationsmodule zugreifen. Ja, wir beginnen mit der ältesten der Kommunikationsarten, und zwar mit der Papierkommunikation. Hier basiert das Ganze auf sogenannten Templates, auf sogenannten Vorlagen, und diese Vorlagen müssen angepasst werden. Ich finde diese Vorlagen unter Kommunikation Vorlagen. Hier gibt es also eine ganze Menge von Standardvorlagen hier oben, die ja, alle unterschiedlichste Ergebnisse bewirken. Das Ganze beginnt also, nehmen wir mal hier einen Serienbrief, dann eventuell Beitrags- oder Artikelrechnungen, genauso wie Etikettenlisten, Einnahmen- oder Ausgabenrechnungen. Das heißt, es sind also dann Vorlagen, die aus der Finanzwelt kommen oder aus der Buchhaltung kommen. Natürlich Spendenquittungen kann man in bestimmten Maßen anpassen, Mitgliedsbriefe, Tätigkeitsberichte, Steuerlisten. Sie sehen also hier alle Arten von Papier ausdrucken, sage ich jetzt mal, muss nicht unbedingt, kann auch PDF sein, die also hier eben Anwendung finden können. Um diese Vorlagen anpassen zu können, benötigt man einen Editor, der ist natürlich hier mit dabei. Und dieser Editor schaut folgendermaßen aus. Also wenn ich diesen Editor öffnen will, wähle ich eben die entsprechende Serienbriefvorlage, klicke dann unten auf Bearbeiten, und daraufhin öffnet sich dann dieser Editor hier. Und innerhalb dieses Editors kann ich dann eben meinen Brief so zusammenbasteln, wie ich will. Das ist natürlich relativ aufwendig, sage ich jetzt. Das heißt, nein, eigentlich ist es nicht aufwendig, aber das ist natürlich ein Programm, in dem man verschiedene Sachen beachten muss. Ich lade Sie an der Stelle gerne ein, dann in den Spezialseminaren teilzunehmen, denn in diesen Spezialseminaren, sage ich jetzt mal, die sich also nur mit diesem Design oder mit diesen Vorlagenanpassungen beschäftigen, werden wir uns das also sehr genau anschauen, wie wir diese Vorlagen hier entsprechend anpassen können. Ja, also wie gesagt, wir können dann oder bei diesen speziellen Seminaren lernen wir eben, wie man mit diesem Editor hier umzugehen hat. Ja, natürlich können, oder was heißt natürlich nicht, seit ein paar Monaten, ich glaube, 1,5 Jahren inzwischen, kann man in NetXP-Verein also auch mit sogenanntem Briefpapier arbeiten. Das bedeutet, es ist also möglich, dass man sich hier sein eigenes Briefpapier anlegt in elektronischer Form und später verschiedenste Dokumente eben auf Basis dieses Briefpapiers aufbaut, was natürlich also sehr viel Zeit spart, eben bei der Erstellung von Dokumentenvorlagen, und was natürlich dann auch bedeutet, dass der Verein einheitlich auftritt, denn das Briefpapier taucht ja dann immer wieder auf und immer das Gleiche. Das heißt, das Logo ist immer an der gleichen Stelle und der gesamte Aufbau eines Briefs ist also dann eben entsprechend immer gleich. Ja, nachdem man dann diese Vorlagen erstellt hat, kann man dann eben Serienbriefe jetzt zum Beispiel auslösen, und das Auslösen von Serienbriefen wiederum geschieht dann innerhalb der Mitgliederliste. Das bedeutet also, innerhalb meiner Mitgliederliste habe ich also die Möglichkeit, wie wir es ja in der Kurzübersicht Mitgliederverwaltung gesehen haben, dass man eben hier filtert, eben jetzt zum Beispiel nach entsprechenden Mitgliedergruppen, und mit einem Klick auf den Button Drucken kann man eben einen Druck auslösen.
und hier ist es relativ easy. Das heißt, also ich kann also hier einen Serienbrief auslösen, ich kann Adressetiketten auslösen, die ich natürlich auch in den Vorlagen anpassen müsste. Ich kann natürlich also auch einen Mitgliederlistendruck auslösen. Ja, wie gesagt, all diese Sachen werden wir jetzt dann in den nächsten Wochen und Monaten also immer wieder noch viel genauer uns anschauen, wie denn das Ganze im Detail funktioniert. Ja, ich erstelle jetzt zum Beispiel eben einen Serienbrief und Sie sehen, das geht sehr schnell. Das ist also überhaupt kein Problem. Und natürlich auch hier ganz wichtig zu bemerken, dass dieser Serienbrief natürlich ebenfalls in der Online-Datenbank gespeichert wird. Das heißt, nach dem Erstellen eines Serienbriefs stehen diese elektronischen Dokumente auch anderen Funktionären Ihres Vereins zur Verfügung innerhalb der Software, wenn Sie die Berechtigung haben, diese Dokumente sehen zu dürfen. Darf ich mal nach der Langfristperspektive fragen, ist irgendwann bei diesem Texteditor oder auch bei den Tabellen angedacht, das mehr in Richtung Word respektive Excel zu verändern, weil schon problematisch. Also ich tue mich mit dem Editor immer schwer und bin für jede Hilfe von Herrn Gordon dankbar. Ja, also ganz grundsätzlich gibt es hier schon Bestrebungen, dass man hier wirklich, also man muss eins sagen, NetXP-Verein oder dieses Kommunikationsmodul oder dieses Schriftmodul, sage ich jetzt mal, in NetXP-Verein ist natürlich keine Textverarbeitung wie Word. Das hat auch sonst keine, ich nenne es jetzt mal, keine Software, die so in einem so hohen Integrationsstand liegt, sage ich jetzt mal. Also ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass man zum Beispiel, ich nenne jetzt mal einen ganz großen Namen, in SAP tatsächlich Briefe abtippen kann. Kann ich mir ehrlich nicht vorstellen, denn ich gehe jetzt mal davon aus, dass auch in SAP, dass hier Word-Briefe geschrieben werden, die halt dann eben vielleicht in SAP gespeichert werden. Also das mal zum einen. Wir sind dabei, Komponenten auszuwählen, mit denen es nächstes, vielleicht übernächstes Jahr möglich sein soll, dann tatsächlich Textverarbeitung zu betreiben. Das heißt, mit dem Modul es dann möglich ist, wirklich einzelne Briefe zu schreiben. Tatsächlich einzelne Briefe, wie man es also in Word kennt. Momentan ist es eben, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, immer ein Serienbrief, den man übrigens auch in Word genauso vorbereiten muss, denn auch in Word muss ich mir eine Serienbriefvorlage erstellen, das heißt also ein Rumpfdokument, das dann später eben mit Daten gefüllt wird, genauso wie es eben hier gemacht werden muss. Ja, wie gesagt, also unter Kommunikation, Dokumente finden wir dann diese erstellten Serienbriefe. Heute ist der 28.09., also das sind die Serienbriefe, die ich jetzt soeben erstellt habe. Innerhalb der Dokumentenverwaltung kann ich mir die dann anschauen. Das ist eine Testvorlage in meinem Testverein und kann dann die eben drucken hier unten. Ich kann also sagen, markierte drucken, wenn ich die selbst drucken will. Ich kann natürlich die auch als E-Post dann versenden. Das heißt, dass ich konnte dann an die Post übergeben. Schaut dann folgendermaßen aus. Dann werde ich also erst gefragt, was ich denn überhaupt versenden will. Hybridversand bedeutet, der Empfänger hat eventuell eine E-Post-Adresse, dann würde er es elektronisch als E-Post erhalten. Wenn ich sage, nur Briefversand, dann gehen tatsächlich also nur Papier, also übrigens dann oben, sollte jemand keine E-Post-Adresse haben, wird dann gedruckt. Das bedeutet also sowohl elektronisch als auch in gedruckter Form. Das hier ist dann nur in gedruckter Form, dann eventuell schwarz-weiß oder Farbe, mit Deckblatt oder ohne Deckblatt und dann eventuell Einwurf schreiben, gerade eben, wenn ich jetzt die allerletzte Mahnung verschickt zum Beispiel oder ja, irgendwelche anderen Sachen, ganz wichtig, dann kann ich also durchaus natürlich hier mit sogenannten Einschreibenleistungen arbeiten. Ansonsten funktioniert das sehr einfach. Das heißt, also im nächsten Schritt würde das dann zur Deutschen Post hochgeladen werden. Das sehen wir hier. Es werden praktisch die Briefe zur Deutschen Post hochgeladen und können dann schlussendlich später eben versendet werden. Das ist die E-Post. Will ich gar nicht weitermachen. Denn muss aber die Vorlage, Entschuldigung, muss so, aber die Vorlage ja, jeweils entsprechend angepasst sein. Natürlich, oder? Also die E-Post muss natürlich auch auf einer E-Post-Vorlage basieren. Das bedeutet, das Adressfeld muss also sehr genau gesetzt werden. Aber auch das machen wir natürlich in diesen entsprechenden Spezial, nenne ich jetzt mal Seminaren. Da werden wir das Ganze also sehr genau besprechen. Okay? Ja, ansonsten ist es die schriftliche Kommunikation.
Jetzt würde ich sagen, machen wir weiter mit der zweiten, mit dem zweiten Kommunikationsweg, und zwar eben mit der E-Mail. Eine E-Mail, ganz einfach, kann ich eben immer wieder aus der Mitgliederliste, ebenfalls genauso wie den Serienbrief, hier haben wir hier unten auf Drucken geklickt, eine E-Mail kann ich genauso auslösen, ebenfalls in der Mitgliederliste. Wenn ich filtere oder auch nicht, kann ich also hier unten Mail senden anklicken, und hier kann ich eben immer an die gewählte Liste senden. Dann kann ich mir aussuchen, was soll denn passieren, wenn in einem Mitglied mehrere E-Mail-Adressen hinterlegt sind, was im Jahr 2017 durchaus passieren kann. Dann kann ich hier eben angeben, an jede E-Mail-Adresse senden. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel drei E-Mail-Adressen hinterlegt hat, seine private, seine dienstliche und eventuell noch eine zweite private, dann kann man das eben hier besenden, alle drei. Das nächste unten ist dann eine sogenannte priorisierter Versand. Das ist dann, wenn in Arbeit was drin ist, wird erst an Arbeit geschickt und nicht an Arbeit. Wenn an Privat was drin ist, wird an Privat gesendet, aber nicht an Arbeit und Zusatz. Wenn nichts in Privat ist, dann wird an Arbeit geschickt. Wenn auch da nichts drin ist, dann an Zusatz. Ich kann natürlich diese hier ändern, dass ich sage, ich will nur Privat oder nur Zusatz, und da es in Vereinen durchaus üblich ist, dass Familien, Vater, Mutter, drei Kinder, dass bei diesen fünf Personen überall die gleiche E-Mail-Adresse hinterlegt ist, kann ich natürlich hier unten eventuell auch einstellen, dass jede E-Mail-Adresse nur einmal verwendet werden soll, und selbst wenn diese E-Mail-Adresse in mehreren Mitgliedern erfasst ist. Ja. Nachdem ich das Ganze ausgewählt habe, passiert Folgendes, und zwar öffnet sich hier ein E-Mail-Fenster in meinem erweiterten E-Mail-Client. Es gibt hier bei uns einen einfachen und einen erweiterten E-Mail-Client. Auch das besprechen wir natürlich in diesen Spezialseminaren, wie gesagt, die sich also mit diesem E-Mail-Versand beschäftigen. Und jetzt habe ich also an der Stelle die Möglichkeit, hier Anhänge einzufügen. Ich kann natürlich das Ganze auch entsprechend personalisieren, indem ich mir eben hier alle möglichen Felder der Mitgliederverwaltung mit übernehmen kann. Das heißt, also ich kann also hier zum Beispiel immer variabel den Vornamen einfügen. Ich habe jetzt hier insgesamt 8 Empfänger. Das bedeutet, bei der ersten E-Mail würde dann hier stehen, Hallo Emilia, bei der zweiten Hallo Emil, bei der dritten Hallo Jonas, bei der vierten Hallo Laura. Das bedeutet also, bei jeder E-Mail würde dann eben der entsprechende Vorname eines Mitglieds, des angeschriebenen Mitglieds hier eingefügt werden. Ja, so funktioniert eben dann der E-Mail-Versand. Wie erwähnt, also ist es in NetXP-Vereinen also auch möglich, E-Mails zu empfangen. Und diese E-Mails, die werden dann oder können in Form einer Zusatzleistung eben auch bei den Mitgliedern abgelegt werden. Das bedeutet, wie so ein CRM-System, wenn ich das mache, dann sehe ich natürlich in den Mitgliedern immer die entsprechenden E-Mails, alle ein- und auch ausgehenden, wo natürlich genau jemanden erwischt, der noch keine hat. Schauen wir mal. Vielleicht finde ich noch jemanden, der schon mal eine E-Mail erhalten hat. Ich habe da mein Lieblingsmitglied, die ich jetzt leider nicht finde. Jetzt weiß ich ja nicht mehr, was heißt. Das gibt's nicht. Schauen wir mal. Abel Amelie. Vielleicht hat die was drin. Das sind natürlich nur Testmitglieder. Nein, leider auch nicht. Also, jetzt gleich weiß ich es wieder. Die eine bekommen. Nein, auch nicht. Okay, aber also die werden dann oder würden dann natürlich dann eben im entsprechenden Mitglied gespeichert werden. Und das Ganze ist natürlich wahnsinnig praktisch, denn auf diese Art und Weise kann ich mir eben hier sehr einfach, so ein CRM-System aufbauen, bei dem also jede einzelne E-Mail eben nachzuvollziehen ist. Ja, jetzt kommt die erste Kombination schon mal aus zwei. Bitteschön. Die E-Mail kann ich dann aus dem E-Mail-Client rausschmeißen, oder? Die E-Mail könnte man dann aus dem E-Mail-Client rausschmeißen, weil ja die dann im Mitglied gespeichert ist, ganz genau, weil die dann also im sogenannten Online-Speicher liegt, und dann eben kann ich die aus dem E-Mail-Client rauslöschen, denn die ist ja dann hier im Mitglied hinterlegt. Okay. Richtig, genau. Ja,
Jetzt kommt die erste Kombination. Das bedeutet, wir haben also jetzt hier die schriftliche Kommunikation und haben auf der zweiten Seite eben die Kommunikation via E-Mail. Und wie gesagt, was das betrifft, ist NetXP-Verein also sehr professionell, denn es ist natürlich also auch möglich, jetzt eventuell Serienbriefe, nehmen wir wieder die von heute, eben auch per E-Mail zu versenden. Das heißt, ich kann natürlich hier Serienbriefe, was wir vorher gesagt haben, die wir drucken wollen, kann ich markieren, klicke aber unten an, dass ich die per E-Mail senden will und daraufhin werden eben entsprechend, nennen Sie jetzt mal in Anführungszeichen, viele E-Mails erstellt, die dann eben immer diesen individuellen, in unserem Fall Serienbrief, kann natürlich auch Rechnung oder Mitgliedsbrief sein, diese Dokumente befinden sich dann immer als PDF-Anlage bei diesem Dokument dabei. Ja, und deshalb steht auch bei Anhang hier mitgliedsbezogene Dokumente im Anhang. Warum sehe ich hier nur ein Fenster? Das ist ganz klar, weil sonst müssten Sie ja den Text dieser E-Mail hier entsprechend oft wiederholen. Natürlich macht es dann auch an der Stelle Sinn, dass ich also hier wieder mit meinen Variablen arbeite und kann dann eben die E-Mail versenden. In dem Moment würde aber nicht eine E-Mail an 7 Empfänger versendet werden, sondern es würden 7 E-Mails an jeweils einen Empfänger versendet werden. Das ist ganz wichtig. Das ist also etwas, das man jetzt zum Beispiel in Microsoft Outlook oder auch Thunderbird überhaupt nicht machen kann. Da muss ich einzelne E-Mails öffnen, versenden und hier macht also das Programm automatisch. Ja, das wäre jetzt eben dieser kombinierte Versand. Das bedeutet also die schriftliche Kommunikation in Zusammenarbeit mit der Kommunikation via E-Mail, das eben dann möglichst, ja, also das heißt möglichst, das absolut reibungslos funktioniert. Die letzte Kommunikationsart, auf die ich kurz eingehen will, das ist die SMS. Und diese SMS ist natürlich ja, sehr praktisch, denn ich kann hier direkt natürlich Kontakt aufnehmen mit einem Mitglied. Eine E-Mail klingelt meist nicht, eine SMS schon. Das bedeutet also, wenn ich ganz kurzfristig Informationen lostreten will, kann ich das also innerhalb einer SMS-Kurznachricht oder mit einer SMS-Kurznachricht machen. Und hier ist es ebenfalls möglich, dass ich also einzelne Mitglieder anschreibe, Natürlich kann ich also auch ganze Mitgliedergruppen informieren. So, das wäre jetzt, machen wir mal. Das wäre jetzt die ganze Fechtgruppe, könnte ich natürlich sagen, so, jetzt will ich an alle Fechter eine SMS-Kurznachricht schreiben. Das ist jetzt ein bisschen eine sehr große Gruppe. Schauen wir mal, ob wir nicht irgendwas Kleineres haben. Dies Pilates-Trainingsgruppe würde sich also jetzt genau anbieten, zum Beispiel, also eben jetzt allein von der Anzahl her schon mal, denn hier könnte man eben jetzt eine SMS verfassen, zum Beispiel mit dem Text Training heute fällt so, das wäre jetzt zum Beispiel so ein Text, den ich also hier senden könnte. Sie können natürlich auch in den SMS alle Variablen aus der Mitgliederverwaltung verwenden. Das bedeutet, also wir könnten also auch hier schreiben, Hallo und dann eben den Vornamen eventuell einfügen des Mitglieds, um dieses Mitglied eben innerhalb der SMS persönlich anzusprechen. Weiterhin ist es möglich, dass man also hier sogenannte Sponsoren verwendet. Diese SMS kosten zusätzlich etwas, die sind also zusätzlich zu kaufen, aber natürlich haben Sie hier die Möglichkeit, sich die SMS sponsoren zu lassen. Das heißt, Sie suchen sich jetzt eventuell einen Sponsor in der Nähe, der gerne mit Ihren SMS Werbung machen würde, können dann die Werbebotschaft des Sponsors einfügen und auf diese Art und Weise eventuell sogar ein bisschen Geld verdienen. Und natürlich können Sie Versendezeitpunkt und Uhrzeit auswählen, was eben vor allen Dingen bei den Geburtstags-SMS entscheidend ist. Wenn Sie so eine SMS versenden, dann hört sich das ungefähr folgendermaßen an. Sekunde, ich nehme jetzt da mal hier ein paar raus. Jetzt brauche ich ausnahmsweise mal etwas lauter bei meinem Mobiltelefon, was ich also normal nicht mache. Aber jetzt mal einen Text. Aber ja, es ist logisch, denn
Sekunde, ich habe natürlich keinen Namen drin und deshalb macht es natürlich keinen Sinn. Machen wir mal. Ja, ich müsste jetzt also ein Mitglied anpassen und da eine Handynummer hinterlegen. Das macht jetzt wenig Sinn. Sie können es mir glauben, die SMS wird also innerhalb von 2 Sekunden zugestellt. Ja, wie gesagt, das waren jetzt erstmal diese Kurzübersicht Kommunikation. Nur wirklich, um einen kurzen Überblick zu gewähren, gibt es dazu noch Fragen? Hat sich übrigens ein Fehlerfenster geöffnet, gell? Und zwar in Excel witzigerweise.